Grüne Energie selbst produziert, ab damit ins E-Auto. Wir besuchen einen Landarzt, der die Energiewende seit vielen Jahren lebt. Und kann man mit einem E-Auto ein E-Auto laden? Wir machen den Test mit einem neuen Kia EV6. Harry und Gary sind heute mit gleich zwei Elektroautos unterwegs und das nicht per Zufall. Sie werden versuchen, mit einem EV6 von Kia einen ID4 von VW aufzuladen. Ob ihnen das wohl gelingt, das erfahren wir später. Die beiden E-Profis treffen heute Wolfgang Schindlauer. Wolfgang ist Landarzt in Straßwalchen und lebt seit vielen Jahren die Energiewende. Stromproduktion, Heizung und Co. Bei Wolfgang kommt alles aus der eigenen Hand. Was waren denn die Gründe, warum also du dich so frühzeitig also mit diesem Thema Energiewende auseinandergesetzt hast? Vor 10 Jahren, wie ich das Haus umgebaut habe, habe ich versucht, vollkommen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ja, vom Erdölkessel weg, eine Solaranlage habe ich auf das Dach und es ist auch eine PV-Anlage dazugekommen, um das Ganze abzuschließen. Wolfgang fährt schon seit vielen Jahren elektrisch. Begonnen hat die Reise mit einem Plug-in-Hybrid, mittlerweile fährt die ganze Familie aber zusätzlich den vollelektrischen Volvo XC40. Ganz wichtig war für uns, dass wir quasi mit dem Hybridauto unabhängig sind, dass wir auf Urlaub fahren können. Die große Angst, die eigentlich jeder hat, dass man irgendwo auf einer Elektro-Tankstelle steht und keiner kommt dran, was glaube ich eh nicht so wirklich der Fall ist. Aber ich habe bemerkt, dass einfach der Verbrauch eines Hybridautos jetzt auch im elektrischen Teil deutlich das übertrifft von dem eines Elektroautos. Und deswegen ist die Entscheidung jetzt für ein reines Elektroauto gefallen. Was zeichnet denn das Auto aus deiner Sicht aus? Mir war wichtig bei dem Auto, dass es Allrad hat und dass es eine vernünftige Reichweite hat. Und das funktioniert auch. Also ich habe eine Reichweite von ca. 400 Kilometer. Nachdem ich keine langen Strecken zu fahren habe, das Auto fast ausschließlich zu Hause tanke, ist das für mich kein Problem. Wo kommt denn der Strom bei dir her? Der kommt zum ganz großen Teil von meinem Dach und wird dann direkt eigentlich in mein Auto eingespeist. Das will Harry natürlich sehen. Also machen sie sich auf den Weg zur anderen Hofseite, doch am Straßenrand fällt ihm etwas auf. Wolfgang, was sehe ich denn da? Das sind ja Hackschnitzel. Das sind meine eigenen Hackschnitzel. Was? Eigene Hackschnitzel, die du selber machst? Eigentlich macht es die Maschine, ja. Aber das sind aus meinem Wald das eigene Holz. Und mit dem heize ich mein Haus. Und das meint Wolfgang ernst. Hier im vorderen Bereich sieht man nur einen kleinen Teil seiner Hackschnitzel. Der Rest liegt schon im Trocknungsbereich etwas weiter oben. Doch jetzt geht's wirklich zum Sonnenstrom. Wir stehen also jetzt vor einem Teil der PV-Anlage, die also der Wolfgang realisiert hat. Du hast jetzt insgesamt 3 verteilte Anlagen. Was kommt denn da in Summe also an Leistung von der PV-Seite zusammen? Also insgesamt habe ich knapp 13 kW Peak. Aber natürlich, dass es auf 3 Teile aufgeteilt ist, habe ich jetzt nicht so hohe Spitzen. Also das Höchste sind je so um diese Jahreszeit so um die 11 kW. Die Anlage ist perfekt über das Dach verteilt. Das bringt bei Sonnenschein auch in kälteren Monaten ordentlich Leistung. Ich kann mich erinnern, der März war ein besonders sonnenreiches Monat. Was ist denn da ungefähr in diesem Monat, also über die PV-Anlagen, die 3 ausgerichteten, was hast du da erzeugen können? Erzeugt habe ich 1,5 Megawatt im Monat März. Und abzüglich Elektroauto, Hybrid, was ich selber im Haus verbraucht habe, ist noch so viel übergeblieben, dass ich 67 Euro Gewinn gemacht habe. Allein im Monat März. Na, das nennen wir mal eine ordentliche Stromrechnung. Für Wolfgang, Gary und Harry geht es jetzt aber wieder zum Parkplatz, denn wir wollen ja etwas über unsere heutigen Testautos wissen. Ja, Gary, was haben wir denn heute mitgebracht? Ja, wir haben heute einen Kia EV6 mitgebracht. Der Kia EV6 wiegt 2105 Kilogramm und hat in der Long-Range-Variante eine Reichweite von 528 Kilometern. Er erreicht maximal elektronisch begrenzte 185 km/h und beschleunigt von 0 auf 100 in nur 5,2 Sekunden. Unser Testauto vom Autohaus Höller wird von einem Allrad mit 328 PS angetrieben. Für Gary gibt es aber noch mehr Highlights. Es ist das erste Auto, das die Möglichkeit hat, Strom aus dem Auto rauszunehmen, aber nicht über den Zigarettenanzünder, sondern richtig Strom.
Und wir werden das jetzt einmal simulieren mit einer ganz interessanten Situation, indem wir probieren, ob wir den ID.4 jetzt von dem aus theoretisch laden könnten. Und die zweite Besonderheit ist das Bordnetz. Das werden wir uns dann während der Fahrt noch ein bisschen anschauen. Das Auto hat ein 800 Volt Bordnetz und das hat einige Vorteile. Dazu kommen wir gleich. Denn Harry und Gary wollen mit den beiden Autos noch eine Challenge fahren. Davor kommen wir aber zum Test der Tests. Kann ein E-Auto laden? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Worüber wir bei dem Auto jetzt sprechen, ist eine Vorstufe zum Thema bidirektionales Laden. Bidirektionales Laden heißt, ich kann Strom aus dem Auto über die Steckdose rausnehmen. Wird in weiterer Form bedeuten, dass wir den Adapter nicht mehr brauchen. Das ist jetzt quasi eine Übergangslösung. Das heißt, bei dem System oder bei dem Auto heißt das Vehicle to Load. Das heißt, wir haben da jetzt in Wirklichkeit eine 230 Volt Steckdosen da unten drinnen und können jetzt an dieser Steckdosenverbraucher anschließen. Das heißt, könnten jetzt da diverse Stromverbraucher mit dieser Steckdose betreiben. Wir machen es jetzt mal ganz extrem und wir schließen jetzt mal das Ladegerät von dem ID.4 da an. Und schauen, was passiert. Wir sehen also anhand des grünen Lichtes, es fließt Strom. Ich habe also da hier auch eine Information. Wir sehen also hier eine 6 aufleuchten. Ja. Was könnte denn das sein? Das heißt, es sind 6 Ampere. Wenn wir das jetzt multiplizieren mit der Spannung, das waren 230 Volt, dann war das 6 mal 230. Das heißt, da waren wir dann so in etwa bei 1,3, 1,4 kW. Müsste da eigentlich jetzt durchgehen. Ja, können wir das irgendwie checken? Wir können es im ID.4 drinnen checken und schauen, wie viel die Ladegeschwindigkeit in der Anzeige ansagt. Was dürfen wir uns da erwarten? Das wird jetzt nicht dramatisch viel sein. Also ich schätze mal, er wird pro Stunde vielleicht ja, so 5 Kilometer hineinladen. Also okay. Das ist jetzt natürlich nicht die Ladegeschwindigkeit, die man sich vom Schnelllader erwartet. Na gut, aber was zeigt der ID.4 jetzt wirklich an? Und wir sehen, wir haben tatsächlich richtig Kopf gerechnet. Er springt zwischen 1,3 und 1,4 hin und her. Wir haben also hier also die Anzeige Vehicle to Load. Es gibt andere Technologien, die also für uns in der Energiewirtschaft interessant sind, nämlich Vehicle to Home. Da geht es dann darum, dass wir die Energie, die wir im Auto drinnen haben, also dem Haus zur Verfügung stellen. Und eine dritte Möglichkeit, diese Energie also auch dem Netz zur Verfügung zu stellen, das nennt man dann Vehicle to Grid. Und da geht es nicht darum, dass wir viele Kilowattstunden aus dem Akku herausholen, sondern dass wir das Netz stabilisieren, wenn irgendwo einmal ein großer Verbraucher eingeschalten wird, die Spannung zurückgeht, dass also hier das Elektroauto also dies im Sekundenbereich oder sogar darunter also ausgleicht. Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern. Deutlich früher wird ein E-Auto ein anderes E-Auto spürbar schneller aufladen können als heute. Wir reden ja noch nicht vom bidirektionalen Laden. Das heißt, wenn bidirektionales Laden kommt, und das wird heuer im Laufe des Jahres ja bei vielen Herstellern einsetzen, dann braucht man diesen Zwischenadapter nicht mehr. Ja. Und dann kommt da wesentlich mehr Strom raus und dann geht da natürlich auch wesentlich mehr rein und dann geht das natürlich alles deutlich schneller. Darauf dürfen wir uns also schon richtig freuen. Jetzt geht's aber los. Kabel abstecken und ab in die Autos, meine Herren. Es gilt heute immerhin noch eine Challenge zu fahren. Die Challenge ist jetzt, der Wolfgang zeigt uns jetzt eine nette Strecke durch die Gegend. Wir fahren jetzt im Konvoi, dass wir die gleichen Geschwindigkeiten haben. Und wir schauen dann, wer am Ende welchen Verbrauch hat. Und fahren dann die gleiche Runde mit dem anderen Auto nur einmal, damit wir da Gleichstand haben. Und dann schauen wir am Ende, wer den niedrigen Gesamtverbrauch hat. Und was wird die Fahrt entscheiden? Am Ende ist es die Frage, wie gut man die Rekuperationsmöglichkeiten einsetzt. Gary wollte uns während der Fahrt hier noch etwas erklären. Der Kia EV6 hat ein Bordnetz mit 800 Volt, der ID.4 von Harry nur 400. Und das hat jetzt im realen E-Auto-Leben zwei Konsequenzen. Ja, erstens einmal, das Thema Laden geht deutlich schneller. Das heißt, man kriegt mit einem 400 Volt Bordnetz Ladegeschwindigkeiten so realistisch so um die 150 kW. Wenn ich höher gehen möchte, dann brauche ich die 800 Volt. Und das Auto zum Beispiel hat eine Spitzenladeleistung von 230 kW. Das heißt, das ist schon mal richtig viel. Außerdem kommen 800 Volt Systeme mit dünneren und somit leichteren Kabeln aus. Wieder ein Vorteil. Bis jetzt haben wir 800 Volt Technik hauptsächlich in Oberklasse-Fahrzeugen gehabt, wie ein Porsche Taycan oder ein e-tron GT. Und Hyundai Ioniq und Kia EV, die aus dem gleichen Konzern kommen, sind jetzt die ersten Fahrzeuge quasi im Massenmarkt, die 800 Volt Technik verbauen. Und wenn man ein bisschen prophetisch die Sache anschauen will, dann kann man davon ausgehen, dass mittelfristig die
meisten Hersteller wahrscheinlich auf 800 Volt umstellen werden, weil es einfach sehr viele Vorteile hat. Die erste Runde ist geschafft. Harry und Gary tauschen jetzt die Autos. Gary bestreitet die zweite Runde mit dem ID4, Harry ist jetzt mit dem Kia EV6 unterwegs. Ich bin total happy. Ich fahre jetzt wirklich also die ersten Kilometer mit diesem Fahrzeug, weil ich also bisher nur mit dem ID4 unterwegs war. Ich fühle mich da also sehr wohl. Ich kenne das also von meinem Auto, die Pedals, die ich liebe, dass ich also einfach dann, wenn es um Rekuperieren geht, die Rekuperationsstärke einstellen kann und brauche eigentlich das Bremspedal gar nicht. Nach gut 20 Kilometern kommen Harry und Gary im Ziel an. Und wie ist es gelaufen? Wer hat jetzt weniger Strom verbraucht? Ich habe 13,35. Durchschnittlich, also auf 100 Kilometer hochgerechnet, ja. Bei mir waren es 13,3. 500 Kilowattstunden weniger. Ja, ich kann einen Grund sagen. Ja, erzähl. Ja, der Philipp hat mir hinten die Kamera drauf montiert, die war bei dir nicht drauf. Nein. Die verwirbelt mir hinten natürlich die gesamte Aerodynamik und damit musst du einfach mehr beibrauchen. Ja. Ja, Gary, alles klar. Aerodynamik ist ja wirklich wichtig. Das stimmt sogar. Unsere beiden E-Profis machen sich auf den Heimweg nach Salzburg. Dabei fällt Ihnen aber noch ein wichtiger Tipp für den Sommer ein. Fahrzeuge, gerade wenn sie dunkle Außenfarben haben, heizen sich ja doch relativ stark auf. Wir haben dann gleich mal Temperaturen von 60, 70, 80 Grad da drinnen. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Bei den meisten Fahrzeugen gibt es im Menü für die Einstellungen der Zentralverriegelung ein sogenanntes Komfortöffnen. Und das bietet dann die Möglichkeit, wenn man zum Fahrzeug hingeht, durch längeres Drücken der Fahrzeugöffnen-Taste alle vier Scheiben in dem Fall gleichzeitig zu öffnen, sodass gleich einmal der erste Hitzeschwall draußen ist, bevor man überhaupt beim Fahrzeug angekommen ist. Damit muss die Klimaanlage deutlich weniger Leistung erbringen, das spart Strom und das Fahrzeug wird schneller angenehm kühl. Wir haben heute also gelernt, Hybridautos brauchen mehr Strom als reine elektrische Autos. Am günstigsten produziert man den Strom selbst und macht damit sogar noch Gewinn. Und mit einem E-Auto kann man in Zukunft sehr praktisch Strom für andere Dinge verwenden, egal ob man ein anderes E-Auto laden möchte oder den Strom zum Beispiel im eigenen Haushalt verbraucht. E-Mobilität ist einfach wirklich spannend.